Du bist gay! Was geht ab, Jungs? Heute entscheiden 11 Mädchen mein FIFA-Team. Und wir wissen alle ganz genau, wie Mädchen drauf sind, wenn es um Fußball geht. Sie kennen nur die TikTok-Sounds. Das ist, was Mädchen über Fußball wissen. Die TikTok-Sounds. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Mädchen nicht mal wissen, wer Mbappé ist. Kennt ihr dieses Lied hier? Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr auch Mbappé? Ja. Und wer ist das? Ich kenn's. Also was ist er vom Beruf? Sänger. Ja. Aber wie heißt er mit Vornamen ist jetzt die Frage. Dann hast du alles geschafft. Mats? Ich kenn's. Mats? Mats! Hey! Mats Mbappé, der Sänger. Und jetzt suchen 10 weitere den Rest des Teams aus. Könnt ihr mir einen Fußballer nennen? Irgendeinen? Messi, Marco Reus. Ich werbe auch für Julian Brandt. Warum? Julian Brandt und Kai Havertz sehen gut aus. Mason Mount sieht auch gut aus. Warte, guck mal, ich zeig dir jetzt Spieler und du sagst mir, ob die besser aussehen, okay? Ich habe safe ein paar sexy Spieler im Kopf. Ohne, dass ich jetzt gay bin oder so. Hä? Nein. Joa? Besser als Kai Havertz? Nein? Paulo Dybala. Nein. Fuck! Warte, was waren eure Spieler jetzt? Meiner war Kai Havertz und ihrer war Messi. Kai Havertz und Messi. You speak German? Ja. You look like a little bit like Fotangane Bordunga Deutsche Da. Fotunga Tete Mal. What are you? Where you from? Are you a Bordichordia? Bordicandena? Bordichordia! It's Indian. A human. Okay, let me try and guess. Philippine. No. Indonesia. Ding ding. Yeah! I can speak Indonesian as well. Oh. Yes. Can you try? Ching wang, ching wang, ching 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 wang. Und deswegen nehmen wir jetzt auch jemanden aus ihrem Land. Kannst du mir einen Fußballer nennen? Ich habe keine Ahnung, ich kenne keine Fußballer. Ich hasse Fußball. Sag einfach einen deutschen Namen. Max. Also nehmen wir den besten Max, den es gibt. Kennst du Fußballer? Manuel Neuer? Ey, nicht schlecht! Hast du eine Freundin neben dir? Okay, sie darf es auch versuchen. Cristiano. Cristiano Ronaldo nehme ich. Wie alt seid ihr? 14. Ich habe eine Frage. Kennt ihr euch zufällig ein bisschen mit Fußball aus? Ich kann euch auch Tipps geben, wenn ihr nicht weiterkommt. Ja, mach. Okay, ich sag einfach mal Deutsche, weil ich glaube, die sind am bekanntesten hier. Mats Ho. Hummels. Ja, stark! Okay, und jetzt deine Freundin? Jerome Boer. Bord Heng. Yeah! Wir machen die hübschesten Verteidiger, okay, Ladies? Ja. Ramos. Okay, 1 bis 10 Bewertung. 1. Und du kleiner Hurensohn. 1, nur 1 von 10? Sagen wir 2. 2 von 10, Ramos. Also wenn Ramos zu euch kommen würde und euch nach Nummer fragen würde, würdet ihr Nein sagen? Ja. Ich würde Ja sagen, der Typ ist Millionär. Nur deswegen, nicht wegen seinem Aussehen. Das war Spaß. Aber wenn er keine Millionen hätte, würdet ihr dann Nein sagen? Ja. Cap, Bro, Cap. Selbst ich würde seinen Schwanz lutschen. ich hab seinen Namen vergessen. Sein Name steht direkt hinter ihm. Ah, Varane, stimmt. Ja. Schlechter als Ramos? Ja. Ja, die anderen Mädchen müssen auch was sagen. Das ist gerade Mädchenbesprechung. Ja, steht ihr mehr so auf Deutsche oder sagt mir eine Nation? Türkei. Türkei und so? 1 bis 10 Bewertung. 6, 7. Zeig mal bessere. Sag mir jetzt 1 bis 10. Warum lacht ihr? Das ist der Mann von Shakira. Oh, baby, when you talk like that. Oh my God, bro. 10 von 10. 10 von 10? Du hast gerade gesagt, du stehst auf Türken. Und dann gibst du ihm eine 10 von 10? Ich finde den wirklich 10 von 10. Ich zeig euch jetzt den hübschesten, allerhübschesten. Wenn der das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ey, seine Lippen sind zu groß. Wir nehmen die Licht, okay? Sind wir damit einverstanden? Und das ist unser 11 Mädchenspieler-Team. Türkei hier. Und ich könnte jetzt auch theoretisch den hier machen.